Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es wieder genommen. Die Wall Street hat gestern 1 Billion an Marktkapitalisierung verloren nach dieser imposanten Rallye seit 5., 6. August. Damals gab es ja diesen Abverkauf. Erstens aus Sorgen vor einer Rezession, dann Zinsanhebung der Bank of Japan, Carry Trade. Und beides ist, glaube ich, irgendwie wieder da. Beides, meinte ich schon in mehreren Videos gesagt zu haben, dürfte nicht komplett vorbeigehen, nämlich erstens die Rezessionssorgen durch den gestrigen ISM-Index und den Einkaufsmanager-Index Gewerbe, die wir gesehen haben, und zweitens die Bank of Japan hat gesagt, naja, also wir dürften weiter die Zinsen anheben, also so eine Art Flashback aus der Zeit Ende Juli, Anfang August, als eben Rezessionssorgen vor allem die Märkte unter Druck gebracht hatten, als eine Nvidia stark gefallen war, jene Nvidia, die gestern mal eben 280 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat, so viel wie noch nie eine Aktie in der Börsengeschichte. Klar, die ist natürlich auch sehr hoch gestiegen. Wer hoch steigt, der kann dann auch ein bisschen fallen. Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen und starten hier mit dieser Heatmap. 1,05 Billionen weniger. Vor allem auch die Tech-Dickfische, ob eine Google, eine Apple, vor allem eben eine Nvidia mit über 9% im Minus. Also da hat es ein bisschen reingewumst. Nvidia jetzt 25% unter dem Hoch, das man gemacht hat. Schauen wir uns mal die Indizes an. Noch am besten, das am wenigsten hässliche Pferd sozusagen ist der Dow Jones mit 1,5%. Nasdaq über 3%, ebenso der Russell, der Nebenwerteindex Russell 2000, und der September, der hat schon so eine gewisse Neigung, könnte man sagen, volatil zu sein. Hier sehen wir mal, First Day of Month Drops von mehr als 1% seit 1953, da ist der September die Nummer 1. Also wenn so etwas passiert am Anfang eines Monats, dann gerne offenkundig im September. Hier sehen wir nochmal Nvidia, diesen Verlust. Bisher war Meta mit 251 Milliarden Dollar im Jahr 2022 nach Vorlage der Zahlen der Gewinner sozusagen, genauer gesagt der größte Verlierer an einem Tag. Jetzt ist es Nvidia, größter Gewinner, größter Verlierer. Nvidia schreibt eben Geschichte mit 280 Milliarden Dollar. Und schauen wir uns mal den Semiconductor-Index an, also die Halbleiter, dann sehen wir, das ist der größte Abverkauf seit März 2020, also seit dem Corona-Crash. Der AI-Trade, also diese KI-Euphorie, hat gestern einen ziemlichen Rückschlag erlitten. Auch solche Aktien wie Intel, alle schwer unter Druck. Sicherlich nicht wegen der Meldung, dass die Amerikaner ihre KI-Chip-Exporte in den Mittleren Osten verlangsamen. Einfach, weil man Angst hat, dass die dann von dort aus weitergegeben werden nach China. Aber es ist vielleicht oder hat vielleicht eben auch eine Rolle gespielt. Der Grund ist, aus meiner Sicht, für den Abverkauf, dass diese Rezessionssorgen wieder da sind und dann eben dieses ganze Déjà-vu wieder aufkommt, was wir Ende Juli, Anfang August gesehen hatten, eben aufgrund der schwachen Entwicklung, die wir gestern in der Industrie gesehen haben. ISM-Index schrumpfend mit 47,2. Das Einzige, was okay war, war Employment, aber vor allem die Prices Paid, also der Kostendruck ist hoch. Die Firmen haben eben so stark den Lageraufbau vorangetrieben im letzten Monat, wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Und das ist das, was die Konkurrenz, nicht ISM, sondern S&P Global, auch ein Ermittler von Einkaufsmanager-Indizes, gesagt haben, ist eben, die Firmen merken, dass der Konsument nicht mehr mitkommt, dass die Nachfrage fällt. Deswegen steigt die Lagerhaltung so rasant, weil die Lagerhaltung steigt, produziert man weniger, weil man weniger produziert, baut man Beschäftigung ab, und da klingeln die Ohren an der Wall Street, denn Beschäftigung abbauen heißt latent schwache Beschäftigungssituation am Arbeitsmarkt, und dann können die Leute weniger konsumieren, und Konsum ist der Treibstoff, der die US-Wirtschaft am Leben hält. Genau das ist dieses Muster, und so sehen wir Headlines. Hier sozusagen das Risiko eines Economic Slowdown, Bad News is Bad News again. Auf der anderen Seite sehen wir das Economic Twitter Sentiment, also wie die Leute so in Sachen Märkte vor allem fühlen, ist auf einem sehr, sehr hohen Stand, nämlich auf dem höchsten Stand seit 2020. Aber wie Sven Hendrik hier zeigt, gucken wir uns doch mal den Dow Jones Transport Index an, also die Transportwerte, die sind im Negativen seit Jahresbeginn. Das spricht ja nicht gerade
für eine florierende Wirtschaft. Diese Transportwerte gelten praktisch als Frühindikator für das, was dann in der Wirtschaft passiert. Und hier sehen wir das nochmal mit dem ISM. Wir sind jetzt von 22 Monaten 21 im Negativen gewesen. Das gab es zuletzt 1989 bis 91. Und da haben wir eine ähnliche Struktur. Da ging es vorher sehr stark nach oben, dann nach unten, dann wieder rantasten an die Nullerlinie, also praktisch an die 50er-Linie, die hier Wachstum und Kontraktion unterscheidet. Davon abprallend geht es dann nach unten und dann sind wir Anfang der 90er dann ziemlich in eine ziemlich dicke Rezession reingelaufen. Aber es kann ja nur bergauf gehen für den KI-Trade. So hat es Gene Munster gestern noch gesagt. Erstens, weil Apple eben sein iPhone-Event hier präsentiert, Nvidia ja so viel Wachstumspotenzial habe und Tesla am 10. Oktober sein Robo-Event, also Robotaxi-Event angekündigt hat, ist nur die Frage, ob 2024 oder 3024 am 10. Oktober, so genau weiß man das jetzt noch nicht. Also wir sehen, da ist natürlich dieses bullische Sentiment gerade gegenüber den Tech-Werten noch da, und dieses bullische Sentiment, das hat sich ausgedrückt darin, dass vor allem Retail-Money, also Privatinvestoren, vor den Zahlen noch von Nvidia massiv diese Aktie gekauft haben. Und die kriegen jetzt offenkundig auf die Mütze, die werden ganz schön abrasiert, kriegen Margin Calls. Hier heißt ja dieser Spruch, der Aktienmarkt tut das, was den meisten Leuten am meisten wehtut. Ja, das könnte man sagen. Und dann wehgetan hat auch noch diese Sapöhner, also diese Untersuchung, Kartelluntersuchung gegen Nvidia, die dann nachbörslich gekommen ist. Nachbörslich, aber die Aktie vorher schon über 9% gefallen. Ergo, da haben einige Leute etwas gewusst. Die Dickfischer haben das gewusst. Denen wurde das gesteckt. Die haben verkauft. Die kleinen Fische, die Privatinvestoren, die schauen in die Röhre und denken sich, warum fällt die Aktie denn? Eigentlich gab es doch keine negative Nachricht. Was hier für Nvidia nicht das Problem ist, ist eben diese Kartelluntersuchung. Das hat Google auch. Das wird sich jahrelang hinziehen. Das Problem ist, dass ja offenkundig Joe Biden jetzt nicht mehr so richtig im Amt ist, hat man das Gefühl, der ist mehr im Urlaub als irgendwie in Washington. Also praktisch hier die Harris-Administration schon eigentlich angefangen hat und die offenkundig eben jetzt sich beeilt, gegen die großen Tech-Konzerne auch wirklich stark vorzugehen. Nvidia hat gesagt, unsere Kunden können sich aussuchen, was sie wollen. Stimmt, aber Nvidia hat schon, und da ist schon ein bisschen was dran, den Kunden gesagt, also wenn ihr das nicht das und das macht, dann kriegen eben andere die Chips, weil eben alle in diesem Goldrausch unbedingt die Goldschaufeln kaufen wollten. Bald wird Nvidia wahrscheinlich nicht mehr das Problem haben, dass alle die Goldschaufeln kaufen wollen, weil eben kein Gold gefunden ist und man sich sagt, die wirtschaftlichen Bedingungen werden schwieriger, wir brauchen deutlich weniger Schaufeln. Deswegen schon der Dow Jones gestern 600 Punkte tiefer. Wir sehen hier eine potenzielle, meine Damen und Herren, Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Nasdaq 100. Hier sehen wir da diese, da habe ich hier reingeschrieben im Chart, gell? Das ist tiefenphilosophisch motiviert bei mir gewesen. Also wir haben diese massive Erholung gesehen, aber sind nicht mal über die linke Schulter gekommen, gell? Die, wo wir da gemacht haben, als es noch alles schick war. Und hier sehen wir, sind wir durch diesen einen Aufwärtstrendkanal gefahren beim Nasdaq auf Wochenbasis und vielleicht noch wichtiger, die Endinvertierung der Zinskurve ist jetzt praktisch der Fall. Wir sind genau an der Nullerlinie. Also diese Endinvertierung einer Zinskurve, gerade bei den 10- und 2-Jährigen, gilt ja als der Beginn einer Rezession. Wie geht es an die Aktienmärkte weiter? Kommt natürlich vieles jetzt auf die Daten an. War das nur ein Ausrutscher? Und kommen dann wieder ganz tolle Daten mit freundlichen Grüßen von der Biden-Harris-Administration am Freitag bei den Arbeitsmarktdaten. Da würde man dann vielleicht das Boyce-Death-Model nochmal in den Turbo-Anschlag bringen. Vielleicht ein bisschen, da haben wir also Stellen gefunden, gell? Wir erinnern uns, der Trump hat ja da auch mal jemand angerufen, du musst mir Wählerstimmen finden. Na, die Biden-Administration, Harris, die telefonieren ja, du musst mir Jobs finden, gell? Sonst haben wir da ein Problem. Ne, das macht sich nicht gut, wenn irgendwie die Wirtschaft in eine Rezession fällt, so unmittelbar vor den Wahlen. Das ist für die regierende Partei meistens schlecht. Hier sehen wir, der VIX gestern 33% gestiegen.
ziemlich dicke Nummer ans obere Bollinger Band rangelaufen. Unten sehen Sie nicht so genau, aber wahrscheinlich, dann sage ich es Ihnen eben, da sehen wir, dass der VIX zwar gestiegen ist, aber der VWIX noch viel, viel deutlicher gestiegen ist in letzter Zeit. Also die Volatilität, das ist praktisch so ein bisschen ein Frühindikator. So wird es zumindest gewertet. Und ja, man ist natürlich jetzt gespannt, wie werden die Arbeitsmarktdaten am Freitag ausfallen. Die Optionsmärkte preisen eine Bewegung zwischen 1,25 und 4% im S&P 500 ein. Die Frage ist, sind gute Zahlen und schlechte Zahlen oder wie ist es? Ich denke ja, schlechte Zahlen würden zwar bedeuten, dass die Fed vielleicht doch die Zinsen um 0,5 senkt, aber es würde überwiegend dann aus meiner Sicht diese Rezessionssorge, shit, es bricht uns hier auseinander, der Konsument, der wird nicht mehr können. Auf der einen Seite, gute Daten würden das eben beruhigen und wahrscheinlich überkompensieren, dass die Fed dann vielleicht nur um 0,25% die Zinsen senkt. Heute wichtig, die 16 Uhr, die offenen Angebotenstellen in den USA, Prognose 1,184, alles unter 8 Millionen wäre ein Problem und würde diese Sorgen nochmal verstärken. Wir bringen bei Finanzmarktwelt um 16 Uhr diese Daten, bitte reinschauen. Die gute Kamala, die hat jetzt gesagt, wir werden Steuersenkung machen für die kleinen Unternehmen. Also da kommt gleich das nächste Wahlgeschenk um die Ecke. Wer zahlt's? Die anderen, gell? Wir nicht. Na, wir können überall mal Steuersenkungen, gell? Das wird schon irgendwie refinanziert. Na, durch dieses Wirtschaftswachstum, was dann vielleicht kommt oder vielleicht halt auch nicht. Geopolitik, da sehen wir Entwicklungen, die besorgniserregend sind. Die Russen haben Lemberg bombardiert, Lviv. Das ist schon ziemlich nah an der polnischen Grenze. Die polnische Luftwaffe in Alert, wie es hier heißt. Also weitere Eskalationen, natürlich Racheakte für Kursk, das für die Russen ja symbolisch extrem wichtig ist. Dort hat man eine wichtige Schlacht gegen die Deutschen gewonnen. Die Jüngeren von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Apropos Deutsche, hier Stimmung in der Autoindustrie im Sinkflug, wie das IFO hier ermittelt hat, da geht es weiter nach unten und das Problem ist, VW, da könnte der Dammbruch für die deutsche Industrie sein, die deutsche Autoindustrie genauer gesagt, denn es ist vor allem erstmal die Zulieferer, die dann über den Jordan gehen, dann kriegt die ganze Autoindustrie ein Problem und es ist nicht nur, weil man zu spät auf Elektroautos gesetzt hat, sondern weil man sich dem Diktat, ihr dürft nur noch Elektroautos pushen, gebeugt hat. BMW ist deutlich erfolgreicher. Aber jetzt winkt Rettung. Robert, der geniale Habeck, hat sich jetzt eingeschaltet und hat Ideen. Also wenn ein solcher Wirtschaftsexperte wie Roberto Habeck der Erste, wenn der sich jetzt einschaltet, dann ist die Rettung ganz nahe, meine Damen und Herren. Das sieht man dann auch, was man jetzt vorhat. Die Gaspreise dürften wieder deutlich teurer werden, weil die Netzentgelte steigen, weil ja immer mehr Leute Wärmepumpen einbauen. So die Überlegung, wird weniger Gas gebraucht. Ja, dann muss also die Gasumlage auf immer weniger Kunden umgelegt werden, was sie teurer macht. Deswegen erhöhen wir mal die Netzentgelte. Was aber, wenn diese ganze Wärmepumpe-Geschichten gar nicht so richtig funktioniert und die Leute sagen, nee, Guys, wir haben keinen Bock mehr auf euch. Weswegen Olaf, der Vergessliche, auch jetzt ein Umfrageproblem hat. Schlechtester Wert seit seiner Amtszeit. Ja, manche sagen, das hätte was mit seinen Taten zu tun. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nvidia erhält Justizvorladung. Da nochmal, was genau gemeint ist, warum es geht und warum das wichtig ist. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Nochmal ein Überblick über das, was da eigentlich passiert ist an den Aktienmärkten, nachdem ich das ja nur ganz kurz gestriffen habe. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.